den Trackstand in wenigen Minuten lernen. Wie das geht, zeige ich dir in drei einfachen Schritten nach dem Intro. Der Trackstand ist die Mutter aller Fahrtechniken, egal ob Wheelie, Airtime oder mehr Flow auf dem Trail. Die Grundlage ist immer ein gutes Gleichgewicht auf dem Bike und dafür ist der Trackstand perfekt geeignet. In vielen Tutorials wird gezeigt, dass man mit dem Vorderrad an ein Hindernis fahren soll, eben um die Balance leichter halten zu können. Meiner Meinung nach ist das nicht ganz optimal, denn ihr programmiert euren Körper darauf, viel Gewicht aufs vordere Pedal zu legen, um den Druck zwischen Hindernis und Vorderrad zu erhöhen. Das klappt zwar an dem Hindernis, nur auf dem Trail bleibt ihr so nicht stehen, da ihr automatisch nach vorne rollt, wenn ihr zu viel Gewicht aufs vordere Pedal gebt. Bevor ich euch die drei Tipps zeige, mit denen ihr den Trackstand schnell lernen könnt, möchte ich euch zeigen, welche Fehler am häufigsten vorkommen. Das ist Fehler Nummer 1, ihr habt zu viel Gewicht auf dem Lenker. Dadurch kommt ihr einfach immer in die Situation, dass der Lenker häufig hin und her wackelt. Das hat zur Folge, dass das Bike unruhig wird und ihr praktisch keine Chance mehr habt, das Gleichgewicht auf dem Bike zu halten. Fehler Nummer 2, ihr habt zu viel Gewicht auf einem eurer beiden Beine. Habt ihr zu viel Gewicht auf dem vorderen Bein, in meinem Fall dem linken Bein, dann kippt das Rad auch nach links. Da hilft es auch nichts, wenn ihr die Bremsen gezogen habt, das Rad wird garantiert in diese Richtung fallen. Im Gegensatz dazu, habt ihr zu viel Gewicht auf dem hinteren Bein, dann passiert Folgendes, die Kurbel dreht sich nach unten wegen dem Freilauf. Ihr habt einen niedrigen Schwerpunkt und das Bein zieht das Bike mit in die Richtung. In meinem Fall wäre es praktisch rechts. Das heißt, jeweils in die Richtung, in der zu viel Gewicht auf dem Pedal liegt, in diese Richtung fällt das Bike dann. Fehler Nummer 3, das falsche Bremsen. Das sieht man auch ziemlich häufig bei Anfängern, die Bremsen immer pulsiert. Das heißt, sie drücken die Bremse, lassen sie los, drücken sie wieder und das relativ schnell. Dadurch bekommt ihr auch eine unglaubliche Unruhe ins Bike und ihr habt wieder keine Chance, die Balance zu halten. Deswegen, wenn ihr auf den Trackstand hinfahrt, praktisch den Punkt, wo ihr stehen bleiben wollt, zieht die Bremse, lasst diese schleifen, bis das Rad steht. Nur so könnt ihr Gleichgewicht ins Bike bringen. Und jetzt ab zu den drei Tipps. Tipp 1, sucht euch eine Rampe. Muss nicht die steilste sein. Super wäre irgendwas aus Gras, eine Wiese, ein Waldweg, ein Schotterweg. Irgendwas, wo ihr einen relativ hohen Rollwiderstand habt. Denn das macht euch leichter, die Balance auf dem Bike zu finden. Natürlich geht auch eine Teerrampe in einem Parkhaus zum Beispiel. Aber für den Anfang würde ich euch wirklich empfehlen, irgendeine Wiese oder dergleichen zu nehmen. Tipp 2, und das ist eigentlich der Meistertipp meiner Meinung nach. Ihr fahrt in Grundposition an. Lasst das Bike ausrollen und kurz bevor das Bike zum Stehen kommt, schlagt ihr den Lenker ein und zwar in die Richtung, in der sich euer hinteres Bein befindet. In meinem Fall wäre das rechts, also schlage ich den Lenker nach rechts ein und jetzt konzentriert ihr euch wirklich nur auf das vordere Bein. Sonst nichts, keine Bremse, kein Sattel anlegen, nichts. Nur auf das vordere Bein. Wenn ihr merkt, ihr rollt nach hinten, gebt ihr etwas mehr Druck auf das vordere Bein. Wenn ihr merkt, ihr rollt nach vorne, dann gebt ihr etwas weniger Druck auf das vordere Bein. Und das, glaubt mir, wird euch unglaublich viel helfen, die Balance auf dem Bike zu finden. Tipp 3 wäre die Blickführung. Wenn ihr beim Trackstand auf euer Vorderrad guckt und das leicht hin und her wackelt, das wird es nämlich immer, dann kommt ihr relativ schnell aus der Balance. Deswegen empfehle ich euch, einen Punkt 2-3 Meter vor dem Vorderrad zu fixieren. Legt euch einen Rucksack hin, eine Trinkflasche, einen Ast, irgendwas, und fixiert euch auf diesen einen Punkt. Das macht es euch nochmal leichter. Sobald ihr das Ganze bergauf relativ sicher stehen könnt, ich sage mal 10, 20, 30 Sekunden, könnt ihr das Ganze auch auf der Geraden üben. Hier als kleine Hilfestellung könnt ihr euch eine Mulde graben oder mit den Füßen platt treten, in die ihr das Vorderrad manövriert. Erstens lernt ihr so das zielgerichtete Bremsen. Und zweitens hilft euch diese Mulde, das Vorderrad leichter hin und her rollen zu lassen. Und als letztes kommt die Königsdisziplin und das wäre bergab. Hier müsst ihr sämtliche vorherigen Schritte beachten und zusätzlich die Bremsen ziehen, denn
Wichtig ist, dass ihr das auch bergab übt, da der Trail meistens bergab läuft und ihr so wirklich in jeder Situation den Trackstand anwenden könnt und sicher einen Trail verfolgt oder euch eine Linie suchen könnt. Deswegen ist es auch wichtig, das Ganze bergab zu üben. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Üben. Falls ihr Hilfe braucht, könnt ihr gerne ein Video auf eurem Instagram-Kanal posten mit dem Hashtag BikeAvaria oder uns direkt verlinken. Vielleicht können wir euch dann über Internet Hilfestellung geben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.